So, und weiter geht's. Der Tau frisch. Nö, den hier. Der Dulli. Steht der nicht hier oben? Doch, der müsste. Der ist weg! Besiege den Kriegsherrn Rigott. Der ist weg! Der steht hier gar nicht! Das ist eine Lootkiste. Die will ich natürlich haben. Kira, lenk die mal ab, ich will plündern. Warum steht der Dulli nicht dort oben? Laut Quest. Müsste der normalerweise da stehen. Oh nein, jetzt bin ich in die falsche Menge gesprungen. Scheiße. Egal, ich schaff mal schon irgendwie. So, jetzt, was wolltest du? Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt auch auf Tatooine bin. Na, lange mache ich nicht mehr. Draußen zieht sich so richtig schön dunkel zusammen. Ja, ich mach sofort aus, wenn du was machst. Hey, der ist nicht da, der Dulli! Was mache ich denn falsch? Hier ist auch nichts zum Anklicken. Rein in den Bunker. Ja, ich habe alle Bonus-Sachen erledigt. Hä, was ist denn das für ein Scheiße? Hat der Angst vor mir? Ach, jetzt ist er da. Nö, du hast mich verarscht, nö. Jetzt stirbst du. Yeah.
oder, du Feigling? Es wie wohl aus, ich will es wie sehre. Wollte sag, weg und also negre. Ich verstehe überhaupt nicht, was die gerade von mir wollten. Ein Geschenk. Ein Backpack öffnen. Kiste des Bollwerks oder was? Züchtiger, keine Ahnung. Das Ausrüsten. Was ist denn das? Massiver Kampfblaster von Galentro Arms. Den kriegt nachher hier der andere Typ sie da. Eine Minute 30, eine Minute 30, eine Minute 29 Abklingzeit. Wow! In der 1 Sekunde. Wer pümmelt da hinten drin? Honeymooner! Ich warte jetzt hier, bis der sich durchgekämpft hat. Dann kann ich einfach rauslaufen ohne Probleme. Wird ein bisschen langweilig jetzt. Sind sogar mehrere. Ach komm, scheiß drauf, ich will hier wieder raus. Keine Sorge. Wieso müssen wir auch wieder nachschauen? Oh Leute, hat mich geheilt. Cool, geile Aktion. Zwei, drei, vier. Da habe ich schon noch sechs Nebenmissionen vor mir. Hey. Hm. Ist geil wissen, wie viele ich habe. Nee, will ich nicht wissen. Weil du hast eh immer mehr als. Weil ich habe eine Mission und wir. Oh nein. Die Dinger, die du dort hinten in der Ecke vernichten musst, die kannst du auch im anderen Raum vernichten, wo der Boss ist. Da stehen mehr als genug rum. Ja. So, was ist das da? Zur Botschaft der Republik? Nee, das ist eine lilane, die mache ich jetzt nicht. Wir fahren erstmal zum Gleiter. Ich mach erstmal die anderen Missionen, Alter. Vielleicht finde ich noch ein paar Holokrone. Boah, das war heute. Also bis jetzt war der Stream echt geil. Zwei neue Follower. Maximal 7 Zuschauer gehabt. Finde ich geil. Könnte so weitergehen. Hm. Hier ist er. Genau. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Der lange Abschied. Warte mal, ich muss so eine Solardinger finden. Ich will mein Ei ausbrüten. Ne? Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Hört sich falsch an, aber egal.
bei solchen Feuchtigkeitsdinger soll eine große Anlage sein. Wo könnte das sein? Es ist echt so angenehm, mal wieder easy peasy Gegner zu haben. Ja, wo bin ich denn jetzt hingeflogen? Alles klar. Melden Sie Ihre Beschwerden. Verkaufen, 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 verkaufen. Ich brauch Altur. Gefährt. Pass auf euch auf. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Du kannst nämlich den Blaster nehmen. Genau, deiner macht aktuell 143, 214. Der ist viel besser. Bitteschön. Und dann bleibst du auch bei mir, würde ich sagen. Was ist das? Heldenmission. Nee. Nichts offen. Was bist du, ein Stimmhändler? Kann ich die anklicken? Wo muss ich hin? Dahin, der lange Abschied. Ist das hier so ein Feuchtigkeitsdingsbums? Was ist das für ein Viech? Hautreißer-Skick. Hier kann ich nichts anklicken. Okay, okay, das sieht doch ganz verdächtig nach was aus. Dass hier irgendwas versteckt ist. Was? Nee, schade. Schade, ich dachte, hier wäre gewesen. Schade, schade. Drauf ist ohne Schleuchtendes, okay. Das ist Dünenmeer. Ich muss da runter. Ah. Das Ort der 10.000 Körner entdeckt. Dass das hier 10.000 Körner sind, das glaube ich dem Spiel.
was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Skala-Grube, finde die Skala-Grube. Ach hier, der lange Abschied, der lange Abschied. Ja, okay. Ach, besiege 20 Mal die Typsis hier. Na, wenn zwei da nicht ist. Okay, stabil. Die sind stabil. Die halten was aus hier. Aber trotzdem, allein die sind stabil, als wäre es ein Material. Ganz ehrlich, ich bin gleich down. Ich hab grad mal einen besiegt. Was geht hier so los wie mit diesen Insektenviechern da auf den Ascher da? Das ist der Helden plus 2. Weiß ich nicht. Alter, ich muss halt wirklich Medikit nehmen. Und das ist nur Bonus, die zu klatschen. Ach nee. Tarkor, der schreckliche Bonus. Besiege Tarkor. Helden 2 plus der lange Abschied. Besiege die Gamorreaner. Okay. Ich bin gewählt. Ja, ich sag mal so. Ich bin gewählt, hier unten reinzuspringen. Ich will irgendwie austesten, was passiert. Ab in die Salagrube. Ja, ich sag aber mal so, Helden plus 2 Missionen sind immer die schwierigste. Okay, Einfach. Ich bin tot. Ach, hey, ich bin wieder hier. Schön. Scheiße, ich muss den ganzen Weg zurück. Fugli Fug. Aber erstmal hier. Ich hab Post. Großmeister Satil Shan. Der abtrünnige Jedi Akondo. Ne, Akondomi ist der ja bei mir. Ich kriege 1700. Das von der Jedi-Meisterin, ey. Noch eine Null hinten dran sein können. Apropos, warte mal, jetzt habe ich hier vergessen zu gucken. Holokron? Ne. Alter. Die halten ganz schön was aus, die Hunde. Da ist irgendwas, ist noch unaufgedeckt. Wird gleich aufgedeckt hier. Was ist das denn dort? Miliz Scout, okay. Ich muss mal gucken, habe ich das Ei überhaupt noch? Ja. Mandalorianischer Freisöldner. Okay. Was ist denn das? Die kenne ich doch. Genuesana oder wie die Dinger heißen. Ne? Geonosiana. So. Der Turin? Ja. Die sind hier. Na gut. Ist gleich staubtrocken. Aber ich vermisse diese komischen riesen Solarzellen, die es hier geben soll. Ich will mein Eichen ausprobieren. Weil ich könnte, glaube ich, nach Taris. War das Taris? Ja, ich glaube, Taris zurückfliegen. Und mir noch ein Ei holen. Das müsste ja immer wieder respawnen. Weiß ich nicht. Ja, es respawnt auf jeden Fall für andere, aber ob man es noch mal einsammeln kann. Wo ist jetzt eigentlich der Typ, den ich hier umballern soll?
Erfahrungsbonus. So, alleine die Typ sich schön und gut, zu dritt. Das geht nicht gut aus. Da ist er, dieser Schreckliche. Oh ja, frierst du mich halt ein. Lass mich doch mal in Ruhe mit dem scheiß Feldangriff. So, der ist down. Ich kann den Loot nicht einsammeln von dem. Warte, da war was da. Der ist unter die Erde geglitscht. Am Sand. Ja, oder am Sand halt. Da, jetzt muss ich aber trotzdem noch 16 von den Typsen hier umhauen. Scheiße. Hier sind nur zwei. Oh, hier sind ja noch drei. Okay, der ist down. Den Dreh raus hat, dann gehen die. Habe ich jetzt 10 von 20. Gut. Dieser Lunk ist wieder nachgespawnt. Nein, 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 nein. Das war fast der Falsche gewesen. Ja.
So, 13. Und was war das? Ah, nee. Nein. Nein. Ach scheiße, ich muss gegen den kämpfen. Okay, 4 noch. Wenn man den Dreh mal raus hat, dann sind die doch recht easy. Aufgabe erledigt. Benutze die Giftgranate. Bei was? Gegen den Salak vielleicht? Ist aber auch nur wirklich ein Vielleicht. Keine Ahnung. Wo ist er denn? Da. Nice. Ich hab Vermächtnis irgendwas. Fortschrift Vermächtnis. Ah, ein Level Up. Okay. So, was gab's denn? Irgendeine Kiste mit Handschuhen, die besser sind. Und irgend so ein Ding, das will ich nicht. Jetzt decken wir erstmal die Map auf. Ich brauch XP. Irgendwelche Feuchtigkeitsvaporatoren. Man viele Wassertierchen. Bei mir steht aber da, ich brauch Hints, hatte ich gelesen. Dass ich Solarzellen braucht, die es hier irgendwo gibt. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wo sind diese Solarzellen?
Was haben wir denn hier? Irgendwas mit Mandalorianern. Hier muss ich da bestimmt noch früh genug hin. Deckst du das Stück hier bitte auf? Oder willst du nicht? Seltsam. Seltsam, seltsam. Anklicken. Hm, Gleiter zum An. Nee, warte mal, mit dem kann ich irgendwo hinfliegen. Nö. Da wäre ich fast drauf reingefallen. Wird hier. Hoch, was ist das denn? Ah. Toll, ich dachte, hier gibt es irgendwas Interessantes. Nichts. Imperiales Lager. Die Frage ist, will ich hier sein? Da geht's nicht in den Berg rein. Okay. Gut. Okay, das ist. Ne? Ich will aufdecken, ich kämpfe. Ha. Was ist das denn? Ein republikanischer Außenposten. Schön! Den ich null brauche. Ey, da ist was unaufgedeckt. Nee, das kann man nicht angehen. Nee, nee, nee. Hier leuchtet was. Interessant aussehender Schädel. Was ist das denn? Weltenboss! Lol, den spawnt man so? Alles klar, tschüss. Alter, lenk ihn ab, ich will flüchten. Nein, jetzt kommt er mir hinterher. Ich lock den jetzt zum Außenposten. Er hat abgelassen. Er ist wieder weg. Yeah. Okay, da gehe ich nicht nochmal hin. Hast du das Ei ausgebrütet? Nein, ich habe einen Weltenboss beschworen aus Versehen. Ich wusste gar nicht, dass das so geht. Wo
wusste nicht, dass das so geht. Bei mir ist es jetzt auch dunkel, aber von der Nacht. Bei mir ist schon echt schwarz draußen. Wie lange noch? Ja, 5 bis 10 Minuten noch. Deckst du jetzt endlich mal das Stück hier bitte auf? Ich bin hier schon längst drinne. Jetzt. Gut. Kommen wir zu dem Stück. Hier ist ein Heißluftballon. Oh, da sind Solarzellen. Aber die sind nicht auf den Sand gerichtet. Und das gehört der Zerker Corporation. Und das sieht mir hier halt ganz danach aus. Ob ich damit irgendwie interagieren kann? Schade. Das wäre geil gewesen. Da lang. Gucken, komme ich lang, ohne zu kämpfen. So ein komisches Ding. Hier ist doch gar nichts. Außer ein Monster und irgendwas, was im Sand steckt. Ey, was glitzert denn da oben? Ach, das ist so ein Holo. Oh, ich dachte schon sonst was. Was ist das? Das ist so eine Hose, ein Holo-Männchen. Ach so. Und ich dachte schon, das wäre was Geiles. So kann man sich täuschen. Begib dich zum Minenkomplex, finde den Padawan. Was? Sorge eines Jahres, finde den Padawan. Den Code entschlüsseln. Stell die Codes der Signalgeräte sicher. Besiege Brain Hulk oder so. Und noch irgendeine, die ich nicht sehe. Da steht ein Jedi. Jedi-Retterin. Mein Arsch wollte ich nicht angucken. Danke. Okay, hier ist ein Sith. Level 75 oder sowas. Der kämpft hier gegen die Jedis. Cool. Hier geben. Jetzt kommt man hier nicht so schwer hoch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin tot. Der Eck war tot. Und jetzt heile ich mich auch noch. Mann, bin ich. Ohne Worte. Oh, Mann,
Mann, Mann. Wie oft habe ich mich heute geheilt, ohne dass das eigentlich Sinn und Zweck hatte? Bei mir waren es über 5 Mal. Aber wirklich, ich will den Gleiter aktivieren. Ich nehme dieses Medipack. Bei mir ist es immer, ich habe so eine Schleudertacke auf dieser komischen Strichtaste. Ja. Und SZ ist mein Medi und das verwechsel ich immer. SZ ist bei mir der Gleiter und die Strichtaste ist Medipack. Keine Ahnung, ey. Es ist. Warum braucht man überhaupt Medipacks? Das ist Gott-Mode und fertig. Das hat keinen Spaß mehr, wenn man kein Damage kriegt. Stimmt auch, ja. Geil. Kiras Lichtschwert ist halb im Boden und das ist gefühlt von ihrer eigentlichen Länge nur noch 1% da. So ein kleines Stümmelchen. Unbekannte Mikroorganismuskolonie erfordert Bioanalyse 160. Okay. Mann, ich will doch nur mein scheiß Ei ausbrüten. Und das wäre es jetzt, wenn das auch noch Bioanalyse oder irgendwie sowas benötigt. Nee, das braucht dann nur bestimmtes Fleisch. Und dort muss ich kaufen. Was steht denn hier für einer rum? Kenne ich nicht. So, kommt Deck off. Kühle Frist entdeckt. Boah, jetzt krieg ich Bock auf ein Glas eiskalte Cola. Ich hab keinen Kühlschrank. Scheiße. Ich sehe ein Holokron. LOL! Wie soll man da hinkommen? Muss ja vom Berg runter plumpsen. Hast du die Art, wie man da hinkommen soll? Aber erst mal da hochkommt, das ist die andere Frage. Das ist ein blaues, das müsste Matrix-Splitter sein. Dann habe ich doch jetzt wieder eine Lebensaufgabe. Erstmal den Weg da hochsuchen. Monster. Mami. Da oben ist. Was ist denn da oben? Druide. Der sonst wo fliegt, okay. Ah, hier komme ich gar nicht weiter, lol. Okay, hier geht's also nicht hoch. Frachtkiste. Die nehme ich auch mit. In der Kiste verstecken, ignorieren, was? Was? Versteck den mal in der Kiste. Du kannst. Das kannst du nicht benutzen. Weil ich auf dem Gleiter vielleicht sitze? Nö, kann ich nicht benutzen. Okay. Hier geht's nicht hoch, scheiße.
ich eventuell. Nee, hier auch nicht. Oh, ich muss aufhören zu zocken, mein Arsch tut weh vom Sitzen. Hat der Stuhl sich immer noch nie eingesessen? Ich sitze einfach nur zu lange da. Oh, wenn du 5 Stunden dauerhaft sitzen tust und nur vielleicht mal 2-3 Minuten deinen Arsch hebst, tut er dir auch weh. Außer du legst den Kissen drunter und das mache ich nicht. Kissen, die ich hier habe, sind für den Kopf und für den Rücken, aber nicht für den Arsch. Ja klar. Aber ich sitze auch schon kurze Zeit. Na gut. Das? Das leuchtet. Ich wollte da hoch. Das Dumme ist nur, hier ist schon wieder der Gang zum nächsten. Man kommt da irgendwie gar nicht hoch. Hier stehen eine Handvoll Sith rum. Ich bin jetzt den ganzen Berg drumherum abgeflogen. Wo soll man da hochkommen? Seite vielleicht dran. Das ist dort in die Blickrichtung. Das kann natürlich sein. Das könnte sein. Egal, ich fahre jetzt noch das letzte Ding auf Deck. Ich merke das einfach. Mache ich ganz einfach. Machen wir mal die Karte auf. Große Map. So. So, Screenshot gemacht. Da weiß ich, wo ich dann das nächste Mal hin muss. Ich wollte Eier ausbrüten, finde eine Holocron, wo ich nicht rankomme. Schön. Sandleutchen. Darüber kommst du nicht dahin, ich wollte schon sagen. Alles aufgedeckt? Nee, fehlt immer noch ein Stück. So, aber jetzt, komm, Deck off. Immer noch nicht. Weil da oben noch irgendwas ist. So, gibt es hier drin irgendwas Besonderes? Thank you.
CD-ROM. Hoch damit, ja. Okay, hier geht's auch nicht hoch. Ja, nicht anders. So, ich werde mich jetzt aber hier aus dem Stream verabschieden. 5 Stunden sind mehr als genug. Morgen gibt's nachmittags auf jeden Fall einen Minecraft-Stream. Star Wars gibt's dann am Freitag wieder. Und ob ich morgen früh streame, weiß ich noch nicht. Ich kann eigentlich mal wieder einen guten Morgen-Stream machen, aber ansonsten halt spätestens morgen Nachmittag Minecraft, Freitag wieder Star Wars. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend.